Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Slime Games. Und ich bin wieder das Slime Kid, weil ich ein Kid ausgewählt habe. Und irgendwie der Zufall hat entschieden, Maudado, du bist ein guter Slime. Spring weiter durch die weite Welt der Ender Games und schleime alles ein, was du findest. Und deswegen bauen wir Birke ab. Denn Birke ist böse für Leute mit Birkenallergie. Das habe ich die letzten Jahre gelernt, habe ich immer wieder von Manu erfahren dürfen, auf Twitter lesen. Birke ist nicht nett. Und mit diesem Wissen fällen wir sie auch gerne. Ich meine, ist ja kein Baum, ist ja eine Birke. Und hier ist gelootet. Ich will doch nur auch ein bisschen Loot. Bist du auch gelootet? Wahrscheinlich, oder? Und du? Bist du gelootet? Und du da hinten? Na, eventuell ist eine davon neu und nicht gelootet. Oh, die war auch nicht gelootet. Und die da auch nicht? Oh Gott, sind hier viele Kisten. Aber ich habe irgendwie Angst vor dem Spieler neben uns. Weil das könnte böse enden. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit, uns was zu craften. Ich habe ewig kein Minecraft-PvP mehr gespielt. Dementsprechend crafte ich natürlich auch langsamer, weil PvP steht in direkter Verbindung zum Craften. Und? Oh, da ist gar keiner hinter uns. Ich habe gedacht, ich werde jetzt direkt abgestaubt. Aber ist nicht der Fall. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe mir mal irgendjemanden davon. Oh, 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 komm schon. Puh, danke Rüstung. Kommt da jemand? Oder sind alle nett? Alle sind nett. Oh Gott sei Dank. Mein Schleimleben kann weitergeführt werden. Was haben wir denn hier? Ein Helm. Cool. Hat sich gelohnt. Dann haben wir noch die Schadenstränke, welche wir werfen können. Ein paar Enderperlchen. Wow, Maudado. Krasser Loot. Ja, ich weiß. 84 Blöcke bis zum nächsten. Bräuchten wir nur noch volles Leben. Mit 3 Dias können wir nichts anfangen, aber wir haben echt gute Start-Equip bekommen, muss ich sagen. Können hier noch die Kiste... Nächster Spieler? Okay, ist entfernt. Oh, wir können... Nee, wir können nicht verzaubern. Uns fehlt ein bisschen zum nächsten Level. Ach, Manno. Ich hätte es gern gehabt. Aber guck mal, wir bekommen hier Redstone. Und noch mehr Kisten. Wurde es geändert? Spawn mehr Kisten? Weil so sehr hatte ich das nicht in Erinnerung. Oh, oh. Ui. Wir töten ihn einfach, in der Hoffnung, dass wir ihn töten. Okay, wir haben ihn erwischt. Also, wir versuchen ihn zu töten, in der Hoffnung, dass wir es schaffen. So rum war es, glaube ich, richtig. Wir haben genügend für einen schicken... Habe ich eine Workbank? Ja, nö, ich kann mir aber eine craften. Für einen schicken Dia-Helm. Deswegen machen wir uns den direkt. Ich meine, Leder, wer braucht das schon? Und wir können uns Eisenschuhe machen. Und dann haben wir eigentlich schon richtig krasses Equip. Wow. Und wenn wir jetzt noch die Erfahrung auf den Boden werfen und damit ein bisschen enchanten und hoffen, dass wir nicht geportet werden. Oder der Enchanting Table, dann sind wir echt, wow. Wir brauchen was Besseres zu essen. Das da. Und da vorne ist schon der nächste Spieler. Okay, essen wir. Wir rüsten die Slime Balls aus. Hä? Der ist ein Screw. Hallo? Hallo? Okay. Das kam mir gerade komisch vor. Da habe ich irgendwie viel zu krass gehittet. Aber es war wahrscheinlich einfach ein Minecraft-Profi. Da passiert sowas schon mal. Die rasten als aus. Und das ist gar nicht schön, wenn die ausrasten. Da will man eigentlich nicht daneben stehen. Da hatte ich gerade ein bisschen Pech. Aber so ist das halt manchmal. Manchmal hat man Pech im Leben und manchmal Glück. Und manchmal erzählt man nur Mist. So wie ich. Haben wir Pfeile? Ja, 24, sehr schön. Feuerzeug benutze ich nicht, den würde ich dann doch gerne behalten. Und eine Milch kann ich von mir aus auch ausrüsten, falls wieder böse Vergifter kommen. Dann kann ich die nutzen. Hallo, wo ist denn hier der Spieler? Okay, jetzt muss ich nur treffen. Ach nö, komm schon. Komm da runter! Ich bin ein Squid. Och nee, ich habe Wölfe abgeworfen. Wo ist er? Noch ein Wolf. Hör doch auch mit dem Pfeilen. Das ist ein anderer. Komm her, du wirst für deinen Vorgänger büßen. Oder auch nicht, weil du eine Angel hast. Ja, ein Speedbuff. Okay, wir haben ihn. Oh Gott sei Dank. Oh nee, der Vorgänger von ihm hat mir aber gar nicht gefallen. Ah, der hatte auch Schadenstränke, konnte aber nicht anwenden. Schadnerschwert, sehr schön. Nächster Spieler. Das da brauchen wir nicht. Und ansonsten unseren Bogen würde ich gerne noch verzaubern, aber da kommt schon wieder der nächste.
Hat man echt keine Ruhe, oder? Jeder will was von einem. Schrecklich. Wo ist er? Ach, komm schon. Stirb noch. Wow, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Cool, 0-3 hat nicht gewonnen. Ja. GG. Woo. Ach, Mann. War wohl nicht cool genug. Auch wenn er mich in Lava gesetzt hat. Da habe ich schon gedacht in dem Moment, oh, jetzt ist es vorbei. Aber ich habe einfach gechittert ohne Ende. Und immer weiter gechittert. Und dann hat es funktioniert. So, zweite Runde. Wir mit dem Zufallskit diesmal. Und weil das Zufallskit uns so lieb, kriegen wir natürlich den Morpher. Weil der Morpher bringt einem am Anfang richtig viel. Also, beziehungsweise er bringt einem zufällige Sachen. Zum Beispiel, wenn ich den toten würde, würde es mir überhaupt nichts bringen. Oder den da, weil die alle das Berserker, nicht das Berserker, Barbaren-Kit haben. Alles Barbaren. Und deswegen kann ich nicht wirklich was gegen die machen. Ich würde auch gerne in eine andere Richtung gehen als er. Weil da kann man mich in der Theorie jetzt einfach ganze Zeit verfolgen und dann einfach am Anfang einfach umbringen, weil ich mich nicht wehren kann, weil ich kein Schwert habe und nur meine Hand und als Morpher am Anfang auch kein Kit habe, denn der Morpher übernimmt das Kit von getöteten Menschen. Also wenn ich jemanden töte, übernehme ich sein Kit. Töte ich den Nächsten, übernehme ich das Kit. Und ja, das ist ein Scherzduck, Scherzduck ist ein kleiner. Ein Frechdachs, meine ich. So, und jetzt werden wir nämlich versuchen, etwas zu craften, bevor der uns nervt. So, haben wir auch geschafft. Dann würde ich sagen, gib mir mal den Crafting Table. Und dann renne ich mal ein bisschen weg und mache dann einen Turnaround. Das habe ich nämlich gelernt, dass es gut ist. So, und zwar hier an der Klippe. Okay, haben wir getötet. Sehr schön. Weil von sowas soll man sich nie unterkriegen lassen, Leute. Solche Leute sind nur gemein und böse. Da gibt es keine guten von. Okay, da ist jemand, der mich auch will. Nee, solche Leute, das finde ich echt frech. Weißt du, bevor man überhaupt irgendwas machen kann, dann schon gemein sein. Das finde ich nicht nett. Wir nehmen uns einfach mal einen Speedbuff. Wir sind ja nicht voll regeneriert. Können dann im Drive-By... Oh, oh. Da wollen wir uns nicht einmischen. Hier ist mir jetzt echt zu viel los. Okay, ich hab's abgehangen. Beziehungsweise wurde weggeportet. Danke, Spiel. Da wollte ich nicht mehr sein und du hast mir geholfen. Die Endergames sind doch manchmal nett. Okay, und es sind echt viel mehr Kisten im Umlauf, habe ich das Gefühl. Okay, Leute, im Prinzip haben wir die bessere Rüstung. Wir versuchen es einfach. Okay, ich bin tot. Manu. Tschüss, Leute, das waren die Endergames.